Fast alles, was wir brauchen und verbrauchen, fast alles, was wir sehen und kaufen können, hat einen Weg zurückgelegt. Alles scheint immer da zu sein, aber ohne Transport wäre alles ganz woanders, vielleicht weit weg. Wege kosten Zeit und Geld, Transport braucht Energie und produziert den Klimaschädling CO2. Und zwar Jahr für Jahr mehr. Nach Schätzungen wird die Güterverkehrsleistung in den nächsten Jahrzehnten um über 100% ansteigen. Zeit zu handeln. Wenn der Verkehr in Zukunft also deutlich zunehmen wird, wie können wir dann zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen auf den Straßen beitragen? Den Verkehr beobachten, ihn analysieren und überblicken. Und das zu jeder Zeit, überall da, wo Transport stattfindet. Wer die entscheidenden Informationen aus dem täglichen Verkehr gewinnen kann, der hat auch die Chance, ihn zu optimieren und umweltverträglicher zu gestalten. Wenn das gesamte Spektrum logistischer Planung mit einem intelligenten und flexiblen Steuerungssystem abgedeckt werden könnte, wäre eine Verringerung der gefahrenen Kilometer trotz eines steigenden Transportaufkommens möglich. Den Verkehr um 10% zu reduzieren. Mit diesem Ziel haben sich mehrere leistungsstarke und erfahrene Partner zusammengeschlossen. Das Invest-Projekt soll eine neue Ära der internationalen Logistik einläuten. Die Kunden, die Güter versenden und empfangen wollen, stehen am Beginn und Ende einer Transportkette. Befördert wird die Fracht zum Beispiel mit Wechselbrücken, auf die das Steuerungssystem Invest zugeschnitten ist. Satelliten orten und identifizieren jede mit einer sogenannten Yellowbox ausgestattete Wechselbrücke. Tritt ein Hindernis im Verkehrsfluss auf, berechnet eine spezielle Software in kurzer Zeit Transportalternativen, um Dominoeffekte nach einem Stau zu vermeiden. Das Invest-System soll auch aktuelle Daten über Kapazität und Auslastung der Transportbehälter ermitteln. Denn auch eine bessere Ausnutzung des Ladevolumens verringert die Kilometerleistung. Wechselbrücken pendeln zwischen Straße und Schiene. Der Schienenverkehr kann insbesondere auf langen und viel genutzten Strecken zuverlässiger und schneller sein. Die Yellowbox verfügt über Bordrechner, Kommunikationsmodul, eine Prozessor- und Speichereinheit und eine eigene Energieversorgung. Ein GPS-Ortungsmodul ermöglicht die exakte Positionsbestimmung jeder Wechselbrücke. Die individuell konfigurierbare Yellowbox kommuniziert mit den Rechnern der Zentrale und übermittelt alle relevanten Daten, die für eine Ortung und Optimierung der jeweiligen Transportroute notwendig sind. Die Route führt vom Depot in Stauffenberg nach Süden. Auf der Strecke wird die Box den Aufenthalt der Wechselbrücke nach einem bestimmten Prinzip melden. Grün, wo soll sie sein? Gelb, wo ist sie? Der Zeitplan wird mit sogenannten Fangkreisen festgelegt. Wird ein Fangkreis zur geplanten Uhrzeit nicht erreicht, weil sich der Verkehr vor der nächsten Radiusgrenze staut, wird eine Meldung an das zentrale System gesendet. Um Strom der batteriebetriebenen Yellowbox zu sparen, löst ein erreichter Fangkreis keine Meldung aus. Diese Informationen kann der Disponent nun für seine Planung verwerten. Das Invest-System liefert dem Disponenten aber noch weit mehr. Es macht ihm Vorschläge für die Einsparung von Zeit und Kilometern. Dafür wird die Natur kopiert und eine Evolution unter allen möglichen Verbindungen ausgelöst. Sogenannte evolutionäre Algorithmen betreiben per Mutation und Rekombination eine Auslese unter allen denkbaren Transportvarianten. In der Praxis generieren die evolutionären Algorithmen zügig neue und bessere Transportpläne. Ein Beispiel. 4 Transportaufträge. Die erste Route tangiert 4 Städte. Der Tourabschnitt von Hannover nach Dortmund stellt eine Leerfahrt dar. Die zweite Route verläuft vom Depot über Paderborn nach Kassel. Berlin wird rechtzeitig erreicht, doch auf dem Weg nach Hannover behindert ein Stau die Weiterfahrt. Die Yellowbox befindet sich nicht wie erwartet im Hannover-Fangkreis. Sie meldet eine Verspätung, was den Start der Ad-Hoc-Optimierung auslöst, die per evolutionärem Algorithmus aus der vorhandenen Datenpopulation einen neuen Transportplan selektiert. Entscheidet sich nun der Disponent in der Zentrale, den neuen Transportplan zu realisieren, kann der Transportauftrag von Dortmund nach Leipzig doch noch rechtzeitig erledigt werden. Auf Veränderungen der aktuellen Verkehrssituation kann mit dem Invest-System also immer sofort reagiert werden und nur der stärkste Transportplan überlebt.
In kürzester Zeit können viele Transportaufträge automatisch optimiert werden. Eingespart werden dadurch wertvolle Stunden, Kilometer und viel CO2. Mit Invest bleibt der Mensch der Entscheider. Das System gleicht einem automatisierten Vorschlagswesen auf allerhöchstem Niveau. Die Standorte der Wechselbrücken können zu jeder Zeit exakt geortet und visualisiert werden. In der Auftragsübersicht sind sämtliche Informationen der Kundenaufträge tabellenbasiert abrufbar. Die sogenannte Fluglotsensicht ermöglicht einen schnellen Überblick über alle ankommenden und abgehenden Transporttouren. Sie hilft den Disponenten zügig und effektiv über die vom Invest-System generierten Routenvorschläge zu entscheiden. So könnten zum Beispiel auf einer Transportroute von Hamburg nach Kassel in Bremen mit dem gleichen Fahrzeug noch Waren für Hannover mitgenommen werden und für den Rückweg in Kassel noch Waren für Bremen. Invest hilft also, Leerfahrten oder Fahrten mit geringer Beladung zu vermeiden. Und wenn ein Hindernis auftaucht, wird in Minutenschnelle umdisponiert, effektiv und zielorientiert. Der Frachtverkehr kann allein mit einer intelligenten Steuerung optimiert werden. Und er muss optimiert werden im Sinne einer besseren CO2-Bilanz. Aber auch Wirtschaftlichkeit und Kundenorientierung sind angesichts eines weltweit steigenden Transportaufkommens vitale Interessen, die ein neues Tourenplanungssystem wie Invest erforderlich machen. Logistik muss logischer werden und ökologischer, damit auch in Zukunft alles gut ankommt.